Hallo und herzlich willkommen zum Börsenplatz Zürich. Heute geht es um den Versicherer Swiss Re. Darüber spreche ich jetzt mit Vivian Spanberg von Vontobel. Frau Spanberg, Swiss Re hat die Geschäftszahlen für 2022 vorgelegt. Dank eines Schlussspurts im vierten Quartal hat es der Versicherer noch in die Gewinnzone geschafft. Nach 9 Monaten stand er noch im Minus. Wie bewerten Sie denn die Zahlen? Dem Rückversicherer ist ein kleines Kunstwerk gelungen. Nach 9 Monaten Minus haben sie das Schlussquartal nochmal richtig angezogen. Da haben sie einen Gewinn von 757 Millionen Dollar eingefahren, was dann auf einen Jahresreingewinn für 2022 auf 472 Millionen Dollar hier gekommen ist. Das war 2021 noch anders. Da waren es 1,44 Milliarden Dollar, die sie an Reingewinn hatten. Also schon wirklich deutlich unter 2021. Über das gesamte Jahr 2022 haben sie vor allem auch Rückstellungen gebildet in Höhe von 1,1 Milliarden. Da haben sie die aufgestockt. Hier vor allem für die inflationsbedingten Schäden, hier die kommen werden, wollen sie natürlich gewappnet sein. Dazu kam auch noch die schlechte Rendite am Kapitalmarkt. Und die Schadenslast aus Naturkatastrophen war mit 3,7 Milliarden doch etwas auf einem etwas höheren Niveau, wie die Swiss Re selber auch gesagt hatte. Das Geschäftsvolumen der Gruppe nahm gemessen an der eingenommenen Nettoprämie um 0,9% zu auf 43,1 Milliarden Dollar. Um Wechselkursschwankungen bereinigt wäre Swiss Re somit um 5,3% gewachsen. Das Jahr 2022, kann man einfach sagen, war für Swiss Re eben einfach sehr teuer. Gerade Hurricane Ian hat natürlich hier reingespielt. Hohe Inflation hat die Zahlung verteuert. Die Rendite am Kapitalmarkt war nicht zufriedenstellend. Das Einzige, was positiv dagegen gewirkt hat, ist vor allem die Lebensversicherung und die Unternehmenskunden. Hier gibt es vor allem die sinkenden Covid-Forderungen, aber auch das Neukundengeschäft, was sich relativ gut entwickelt hat, was dann vor allem hier noch als Stütze gegen die wirklich schlimmen Faktoren, die Swiss Re hier sich gegenüber gesehen hat, ausgespielt hat. Am Ende haben sie ihre Dividende nochmal zum Beispiel gesagt, okay, die bezahlen wir weiter, trotzdem, dass sie hier Gewinneinbruch hatten und die wir das erste Mal in Dollar gezahlt. 6,40 Dollar soll es je Aktie sein. Somit haben sie eigentlich hoffentlich das Geschäft der 2020 für sie jetzt erstmal abgeschlossen. Ja, Sie haben es gesagt, die Rendite war nicht zufriedenstellend und Profitabilität ist auch ein wichtiges Thema für 2023. Die Swiss Re will sich deutlich verbessern. Der Verwaltungsratspräsident Sergio Ermotti hatte sich im Dezember noch sehr unzufrieden gezeigt. Wie genau will denn die Swiss Re wieder profitabler werden? Ja, wenn man auf 2022 schaut, warum sie nicht profitabel waren, erstens Großschäden, die Inflation, aber auch die Finanzmärkte, die hier in Unruhe waren, das soll hier 2023 dann hoffentlich ändern. Und der erste oder größte Schritt für die Swiss Re ist vor allem hier die höheren Preise, also höhere Prämien. Und da hat man schon in 2023 im Januar, da kam nämlich die Vertragserneuerungsrunde, schon gesehen, dass sie das eigentlich relativ gut im Griff hatten. Hier haben sie die Preise um 18% deutlich erhöht, die Tarife hier für die Vertragserneuerung im Januar. Und sie wollen auch vor allem in Sach- und Haftpflichtrückversicherungsgeschäft die Schadenkostenquote hier auf unter 95% verbessern. Und deshalb soll es bei Swiss Re hier eigentlich im Vorfeld vor allem um die Preiserhöhung gehen, dass sie ihre Tarife wieder anpassen. Der Verwaltungsratspräsident Ermotti sagt auch selber, die Risiken steigen, die Häufigkeit der Risiken steigen, Kapitalkosten für Swiss Re steigen und somit müssen am Ende eben auch die Prämien steigen, weil sonst wird Swiss Re nicht profitabel werden. Und jetzt sieht man schon einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass sie gerade eben in der Januarrunde jetzt relativ gut ihre Preise steigern konnten. Dass das doch hoffentlich ein positives Zeichen für 2023 sein wird. Anfang Februar gab es eine recht interessante Meldung. Die Swiss Re will nämlich die Organisation straffen. Die größte Sparte Rückversicherung wird in zwei Teile aufgespalten. Was halten Sie von den Plänen? Ja, das hat Anleger und Marktteilnehmer doch ein bisschen überrascht, weil es eben auch die größte Sparte von Swiss Re ist und vor allem auch die ertragsreichste. Aber hier wollen sie die zwei Teile aufteilen, nämlich einmal Sach- und Haftpflichtversicherung. Das wird Property and Casualty Reinsurance und Lebensversicherung, also Lebensgeschäft, geht in Life and Health Insurance. Und die haben jeweilig die Eigenverantwortung und die volle Verantwortung für das Underwriting und den Schadenmanagement-Prozess. Swiss Re erhofft sich vor allem davon sehr viel Effizienz. Die Strukturen soll vereinfacht werden, die Effizienz soll gesteigert werden
Und vor allem die Kundenbetreuung soll hier verbessert werden. Wenn der Verwaltungsrat zustimmt, wird am 3. April wirksam. Und auch die neuen Leiter der Sparten sind keine Unbekannten. Die sind bereits bei Swiss Re für andere Bereiche zuständig oder für andere Regionen zuständig und werden jetzt hier befördert, sage ich mal. Aber in diesem Fall ist es für Anleger auch nicht so, so eine schlimme Strukturänderung, weil keine von außen reinkommen, die vielleicht das Unternehmen nicht kennen oder ähnliches. Damit ist das Management schon bewährt. Die kennen Swiss Re schon und auch, in welche Richtung man gehen will. Und vor allem, wenn man sich mal vor dem Hintergrund das anschaut, dass die Naturkatastrophen sich wahrscheinlich nicht, sage ich mal, verbessern werden, sondern eher schlechter werden. Auch Covid-19 hat gezeigt, was hier so Pandemie auslösen kann. Und somit ist die Teilung dieser Reinsurance doch eigentlich ein relativ guter Schritt, um sich eben speziell auf die Bedürfnisse dieser Gruppe von Menschen oder Unternehmen halt zu spezialisieren und somit eben auch den Kundenservice besser zu liefern und so auch Effizienzsteigerungen zu haben, aber vor allem auch kurze Wege, was die Entscheidungen angeht. Und somit hat Swiss Re es eigentlich schon richtig gemacht, in ihrer Organisation sich hier aufzuteilen. Wie sehen Sie jetzt die weiteren Perspektiven für 2023? Was sind die Pluspunkte? Was sind die Herausforderungen? Wenn man sich jetzt mal gegen 2020 die Faktoren anschauen, die negativ auf Swiss Re gelastet haben, sind eigentlich 2023 doch schon einige positive Aspekte dabei, die die negativen aus 2022 ausgleichen könnten. Beispielsweise die Erneuerungsrunde im Januar zeigt schon, dass sie eben ihre Preise erhöhen könnten oder konnten. Somit ist ein Faktor schon mal ausgeglichen, was im letzten Jahr halt doch relativ schwer war. Die Premiumrunde war eben positiv und auch nötig, dass Swiss Re weiter in 2023 sich hier gut positionieren kann. Sie werden auch vor allem von den höheren Zinsen profitieren können, weil sie natürlich ihre Kapitalbasis am Kapitalmarkt anlegen müssen. Hier muss man sagen, wenn der Kapitalmarkt ruhig bleibt, wenn natürlich wieder Verwerfungen kommen, kann das auch schon wieder renditemäßig anders aussehen. Die tiefen Schadenkostensätze im 4. Quartal zeigen auch schon den Weg für 2023. Covid-Pandemie ist eigentlich schon zur Normalisierung geworden, was da die Schadensquote angeht. Und helfen soll vor allem auch die Kostendisziplin und die Kosten, die vor allem auch durch die Restrukturierung kommen soll. Also die Kostenreduktion hier. Und das soll eben zu einem Konzerngewinn von mehr als 3 Milliarden führen. Sie haben auch die Naturkatastrophen ähnlich eingeschätzt wie letztes Jahr. 1,9 Milliarden haben Sie hier gedacht, dass ungefähr gleich hoch wie letztes Jahr, dass die exponiert werden gegenüber Naturkatastrophen. Aber sie haben ihre Attachment Points, also die Schwelle, ab denen Schäden wirksam werden, höher gelegt. Somit sind sie geringer exponiert gegen zum Beispiel wirklich große Katastrophen wie Hurricane oder Erdbeben. Sie sind aber größer exponiert, wenn es zum Beispiel um die niedrigeren Schwellen geht, wie etwa zum Beispiel Überflutung. On Long-Term-Sicht kann man für Swiss Re auch noch sagen, Digitalisierung, also zum Beispiel Cyberkriminalität, werden Sie wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit sich ein bisschen genauer anschauen wollen. Ist ein riesiger Markt, da werden Prämien 2020 von 10 Milliarden ungefähr erwartet und das soll sich vervielfachen in den nächsten Jahren. Aber sowas abzuschätzen ist natürlich extrem schwierig. Hier sagt Swiss Re auch selber, sie können beispielsweise Naturkatastrophen, da gibt es Datenmengen, die können natürlich zur Modellierung ihrer Risikomodelle relativ gut beitragen. Für Cyber Security ist das schon eher ein bisschen schwieriger. Damit ist das vielleicht noch ein interessanter Weg für viele Versicherer, was da in Zukunft noch kommen wird. Für 2023 sehen ihre Perspektiven doch erstmal gut aus, wenn man sich vor allem die Faktoren anguckt, die so 2022 ein bisschen das Ergebnis verhagelt haben. Und dann hofft man für Swiss Re, dass die Finanzmärkte ruhig bleiben und ihre Prämien hier weiter aufstocken können. Also gute Perspektiven für 2023. Die Aktie hat sich in den vergangenen Monaten auch sehr gut gemacht. Wie geht es denn aus Sicht der Analysten weiter? Die Valoren von Swiss Re haben eigentlich bevor die Ergebnisse kommuniziert werden, relativ gut performt. Sie haben den SMI outperformed, sind 11% gestiegen seit Jahresanfang. Also wirklich ein guter Auftakt im Jahr für Swiss Re. Aber viele Analysten sehen ja auch schon das Ende für die nächsten 12 Monate, was die Kursperformance nach oben angeht. Das 12-Monats-Durchschnittskursziel wird heute sogar noch geändert, liegt bei 96,20 Schweizer Franken. Aktuell notiert die Aktie bei 96 Schweizer Franken. Sie ist heute relativ stark gefallen. Und es setzen 28% die Aktie auf Buy, 48% auf Hold und 24% auf Sell.
Bei Swiss Re muss man eben schauen, was erstens Naturkatastrophen bringen oder was nicht bringen, hoffentlich. Und was nochmal auf die Restrukturierung geht, also wie sie das auch schaffen, wie sie das auch umsetzen, ob es gut umsetzen und vor allem, ob sie hier auch Kosten drücken können, dass sie ihre Prämien noch weiter erhöhen können, was sie ja jetzt im Januar schon gezeigt haben, dass es relativ gut läuft. Und für Swiss Re eben hoffen wir, oder für alle von uns hoffen wir, auf ein hoffentlich nicht so turbulentes Börsenjahr wie letztes Jahr und dass man wieder Spaß hat beim Investieren. Sagt Vivien Spanberg. Vielen Dank. Danke. Ja, das war die aktuelle Ausgabe von Börsenplatz Zürich. Heute mit einem Blick auf den Versicherer Swiss Re. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.